Hallo ihr Lieben, ich bin's nochmal mit einem Video, auch wieder mit einem Haul. Ich war heute bei Action und bei Rossmann gewesen. Kram, kram, kram. Dann möchte ich euch einmal zeigen, was ich mitgenommen habe. Bei Rossmann war es nicht so viel gewesen. Da habe ich einmal diese Babytücher mitgenommen. Schon. Von Baby Dream, den nutze ich immer. Da sind immer 80 Tücher in einem Paket. Das ist so ein Viererpaket für 3 Euro. Ich glaube 25. Ich habe den Kassenbon hier, den kann ich mal eben drüber schauen. Ja, 3,25 € für so viele, finde ich, geht das in Ordnung. Dann hatte ich einmal so eine Paste nicht bestellt, mitgenommen. Die hat auch nicht jeder auf Rossmann, soweit ich weiß. Ich habe jetzt eine größere Filiale bei uns abgeklappert, beziehungsweise war ich heute drin. Und habe ich schon am Finger. Und die Farbe hat mir so gut gefallen, so metallisch schimmernd. Richtig toll. Kriege ich noch mal drauf, dann ist das vielleicht. Davon hatten die viele verschiedene. Die hatten jetzt von der Metallic-Farbe hatten die, ich glaube, 3 verschiedene gehabt oder 2 verschiedene. Ne, 3 verschiedene. Einmal dieses hier in Rosa oder in Rosé. Und dann einmal in Gold und in Avocado, aber das hat mir nicht ganz so gut gefallen. Hier unten seht ihr auch, hat sich das ganze Glitzerpigment, sag ich mal, abgesetzt. Das muss man also einmal komplett gut durchrühren. Diese kamen 4,99 €. Haben wir gesagt, die hatten noch andere Farben da gehabt in Opak, also ohne die Metallic-Optik. Und die waren 2,49 €, aber die haben mir von der Farbe halt nicht so sehr gefallen. Also einmal den. Und dann habe ich mir von Faber-Castell einmal diesen hier geholt. So ein Stift. Da gucke ich auch mal eben, was die kamen. Wurden die überhaupt? Ja, also der kam 2,99 €. Und dann habe ich mir dieses Paket hier geholt in Gold und Silber, 4,69 €. Das hier ist ein Rose Gold, würde ich jetzt mal behaupten. Ich mache das auch mal auf, dann können wir das direkt einmal austesten. Ein Stück Papier. Nehme ich einfach die Kassenbon. Oh, ist immer eine lange Kappe. Oh, das sieht ja schön aus. Einmal so. Also das steht auch extra auf der Verpackung drauf. Die müssen nicht geschüttelt werden. Oder sonst irgendwie was. Wie bei manch anderen Stiften das ja der Fall ist, beispielsweise bei Edding hat das ja manchmal gerne, dass man die Eddings, also die große Marke, dass man die immer halt schütteln muss, bevor man die, oder drücken muss, auf die Mine drücken muss, bevor man die nutzen kann. Dein Gold sieht ja auch schön aus. Oh ja. So, den Silber mache ich auch mal da drunter. Warum ich immer 2 Striche mache, das weiß ich nicht. Das ist, glaube ich, so eine dumme Angewohnheit von mir. Ich glaube, da sieht man auch nochmal sehr gut den Unterschied auch zwischen Rose Gold, Gold und Silber. Auch sehr schön. Tothalter gefällt mir gut. So, einmal, das war das von Rossmann. Die Preise von Action kann ich euch, glaube ich, nicht sagen. Ich habe den Kassenbon nicht hier, also gerade nicht im Moment. Ich habe auch einmal hier zweimal diese Klammern hier geholt. Ich glaube 89 Cent, ich weiß es nicht. Und ich habe eigentlich auch gar keine Ahnung,
die genutzt werden. Ah. Okay, so, die gibt es jeweils in einem Paket. Wie viel sind das? 8 Stück in Gold, 8 in Silber. Ja, wie gesagt, zweimal. Dann habe ich mir zweimal diese Boxen hier geholt, weil diese anderen, die ich ja eigentlich haben möchte, diese hier, die kriege ich ja nicht mehr. Oder zumindest nicht bei unserem Action. Das habe ich mir jetzt zweimal die geholt. Und bei dem weiß ich, ne, beide mit blauen Kappe, die gibt es auch mit grünen Kappen. Aber da weiß ich den Preis auf jeden Fall 1,99 €. Und dann habe ich mir einmal diese Teebox hier bestellt, aber nicht, weil ich so gerne Tee trinke, nicht bestellt, gekauft, mein Gott. Jetzt bin ich, weil ich gerne Tee trinke, sondern einfach, um da auch Perlen oder sowas aufzubewahren. Ich hätte eigentlich lieber noch eine zweite mitgenommen, aber das war die letzte gewesen. Dann für die Arbeit habe ich mir diese Kugelschreiber hier mitgenommen, weil die braucht man einfach immer. Und dann kann ich auch direkt einmal gucken, wie die so sind, wie die schreiben. Auch wieder Kassenbon. Oh ja. Oh, die schreiben sehr schön. Hier ist auch in Farbe Blau. Die schreiben sehr schön. Ich kann den Kassenbon jetzt auch. Dann habe ich mir einmal wieder so ein Bastelbuch geholt. Ihr seht ja gar nichts. Und ich mache mich mal ein bisschen höher. So. Ah, Bastelbox, make your own journal. Aber ich habe jetzt auch gar nicht geguckt, ob da jetzt alles drin ist, weil das war nämlich schon auf und das habe ich jetzt erst hier gesehen. So, wenn wir. Oh, ein Glitzerkleber in Gold. Ja, die Pinsel braucht man zu nichts mehr sagen, die mit drin sind. Ja, so die beiden Platten auf jeden Fall. Ja, scheint alles drin zu sein. Auch hier diese die Ringe. Perfekt. Okay, dann habe ich da alles mit drin. Jetzt hätte ich das nämlich wieder umtauschen dürfen, aber es sieht vollständig aus. So. Dann zum Stempeln habe ich mir mal dieses Aquarellblock geholt, dieses Papier. Das ist ja sehr, sehr dick und wenn man, ich habe mir die, wie gesagt, zum Stempeln geholt, das weil wenn man die Stempel ja, also ist meine Vorstellung, wenn man die Stempel dann ausschneidet und irgendwo aufkleben möchte, dass das Papier halt nicht so schnell durchweicht. Ich meine, ist ja extra Aquarellpapier, wenn man es aufkleben möchte. Und zu guter Letzt, ich hoffe, ich kann euch das jetzt zeigen, habe ich mir einmal ein Fotoalbum bestellt mit diesem Orchideenmuster. Ich mach mal das Handy ab. So, das ist das Große. Und wie da der Preis ist, Gottes Willen, das kann ich euch echt nicht mehr sagen. Ich glaube, der war, das hier war 1 Euro, weiß ich nicht was, das glaube ich. 99 Cent oder auch 1,99 €, ich weiß es nicht. Und das war, glaube ich, über 2 Euro auf jeden Fall. Das war es auch schon wieder von mir. Das war alles gewesen, mehr habe ich nicht. Ich wünsche euch allen dann noch einen schönen Tag und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Tschüss!